Moin, willkommen zu einem neuen Video Riverstars Horse Racing in der Desktop Edition. Ja, weiter geht's mit meinem völlig überteuerten neuen Pferd. Wir gucken uns die Stute nochmal an, die ich im letzten Video gekauft habe. Es war ein totaler Spontankauf hier. Tragedy Money. Ich fand sie ganz interessant, weil sie Stufe 4 ist. Und diese hübschen Punkte hat, ja, sie sieht schon irgendwie so aus, hier wie Fairy Melody. Aber die ist halt Stufe 2 und ach ja, irgendwie habe ich mich in dieses Pferd gleich verliebt und wollte es unbedingt haben und habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben. So, jetzt will ich ja mal gucken, ob man mit ihr auch ordentlich züchten kann. Das heißt, in diesem Video wird es wieder Fohlen geben. Und zwar habe ich hier meine Fohlenbox, einmal Stufe 6 und Stufe 5. Ich gucke mal, was es so gibt. Was gibt es hier für spannende Hengste? Oh, du siehst ja gut aus. Meine Güte, Knife Duke. Richtig nice. Stufe 4. Von der Farbe einfach genial. Mit einem kleinen Stern. Sowas habe ich natürlich noch gar nicht. Aber passt irgendwie farblich nicht zu Tragedy Melody. Außerdem bräuchte ich eine höhere Fullbox. Ich gucke mir mal nochmal meine anderen Stuten. Enigma Elephant. Die haben wir ja im letzten Video vom Fohlen großgezogen. Und mit ihr habe ich auch noch gar nicht gezüchtet. Und hier so grau und schwarz könnte mega interessant sein. Gucken wir mal aufs Geld. 12.200, das kriege ich gerade noch irgendwie hin. Ich mache das jetzt einfach mal. Random. Ich liebe es, random irgendwas zu züchten. Nice. In der Zwischenzeit werde ich mal schauen, dass ich ein bisschen mehr Geld kriege. Vielleicht nochmal ein, zwei Rennen machen und schauen wir uns nochmal die Ziele an. Was habe ich hier? Ich habe irgendwelche Ausrufezeichen. 20.000 in Rennen habe ich gewonnen. Dann, Richard ist ein Calthorpe. Nichts als Ärger mit dieser Familie. Was ist denn ein Calthorpe? Oder spreche ich das hier gerade irgendwie falsch auf? Keine Ahnung. Zwischen den Familien ist etwas vorgefallen. Ich erzähle dir später mehr davon. Jetzt geht es gerade nicht. Aha. Ach, irgendwelche Familienprobleme will ich gar nicht haben. Ah, ich habe ein Rivalenrennen bekommen. Oh oh. Yara Paco, da muss ich definitiv noch mehr üben. Das weiß ich jetzt schon. Wie sieht es eigentlich mit den täglichen Zielen aus? 8.000 muss ich noch abholen, dann kriege ich hier noch eine neue Fähigkeit. Das ist auch ganz nice. Holen wir doch gleich mal Geld ab und gehen zum Rennen, um noch ein bisschen Geld zu bekommen. Dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter züchten. Rennen, Rennen, Rennen. Okay, also Rivalenrennen machen wir definitiv noch nicht. Was ist da? Oh, hier gibt es ordentlich Geld. Und wenn ich da noch einmal unter den ersten dreien bin, kann ich hier noch ein weiteres Rennen freischalten. Das ist nice. Machen wir. Ich werde das mit meinem Elbow Express machen. Das ist im Moment mein stärkstes Pferd im Stall. Genau. Ich reite natürlich selber und jo, ich bin mal zuversichtlich. Ich setze hier mal auf Sieg. Volle Punktzahl, ich brauche Geld. So, enttäusch mich bitte nicht, Pferd. 8, Box 8. Alles klärchen. 1000 Meter Rennen ist es. Ich habe mir mal wieder die Bedingungen so gar nicht angeguckt, ob die passen zu meinem Pferd. Oh nein. Oh, ich werde als Gewinner gehandelt. Alles Klärchen. Oh, das Linkspferd sieht auch nice aus mit der Laterne.
Concentration hier bitte. So, wo muss ich eigentlich hin? Ich glaube, ich leite einfach nur geradeaus bei diesem Rennen. Ne? Sieht ganz gut aus. Lunar Boulder in second spot, followed by Strategic Sail. A length away, it's Song Poltergeist. Elbow Express dictating the pace. Useless Platypus in second position. Looking to make it from Strategic Sail. Aber ich glaube, das geht einfach nur geradeaus. Es geht hier gar nicht um die Kurve. So habe ich auf jeden Fall einen sehr guten Überblick. Ich bin Mitte, das ist das. Putting up a challenge to Strategic Sail. Bis jetzt scheint mir kein Pferd hier irgendwie gefährlich nahe zu kommen. Und wir haben auch nur noch 300 Meter. Ja, da hinten wird irgendwo die Zielgerade sein. Dann Zielgerade. Dann galoppieren wir mal los hier. Hopp, hopp, hopp. Das sieht aber sehr gut aus. Perfekt geritten, würde ich sagen. Und richtig schön viel Geld. Ach, richtig schön viel Geld. Ach, da können wir eigentlich hier mal ein Siegerfoto machen. Yay. Nice. Mit Schleifchen. Hol ich mir mein Geld ab. Sauber, würde ich sagen. Vielen Dank für das schöne Geld. Dann schaue ich mal nochmal. Ich habe noch eine zweite Fullbox. Und hier könnte ich ja nochmal ein bisschen rumzischen. Die Frage ist, ob Stufe 5 jetzt nicht zu niedrig ist. Haben wir diesen schönen schwarzen noch? Ah, ich bräuchte aber Stufe 6. Das habe ich mir fast gedacht. Ich guck mal, ob ich dich verbessern kann. Ich habe das Geld und auch das Zubehör. Dann mache ich das. Ich finde den schwarzen Hengst nämlich echt nice. Ich habe noch gar nicht weitergeguckt. Achso, das ist dann meins. Doch, Hengst, richtig. Ich glaube, ich würde dich gerne noch mit einer anderen Stute verkuppeln. Serpent's Boutique. Machen wir das? Ja, weil mit den rot-blauen Füchsen sieht es komisch aus. Wobei, es wäre auch irgendwie witzig. Oh, aber hier, das ist ja Stufe 2, Serpents Boutique. Mi, dann kriege ich ja nur 3 oder 2, das ist natürlich... mit ihr geht's nicht. Da haben wir schon. Hier haben wir auch 3 oder 2 Fairy Melody. Irgendwie hätte ich Bock nochmal mit Fairy Melody zu züchten, auch wenn es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn macht, weil das einfach von den Werten gar nicht so Sinn macht und es nur ein 3 oder 2er Pferd kommt. Aber ich würde gerne... Ach, ich würde schon gerne mit ihr halt noch einmal. Ich fürchte, ich muss sie irgendwann demnächst verkaufen, weil sie einfach nicht so gut ist zum Züchten. Ja, sie hat so schöne blaue Augen. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Es ist mir jetzt egal, dass es keinen Sinn macht. Ich hätte gerne einen Rappen mit blauen Augen. Das wäre mega nice. Gucken wir mal. Vielleicht kann sie uns ja was Hübsches präsentieren. Und Enigma Elephant hat abgefohlt und ich kann das neue Fohlen treffen, beziehungsweise wir. Und ich bin echt gespannt, hoffentlich kommt irgendwas Rappiges raus. Hä? Hä? Wie habe ich denn dieses Fohlen jetzt bekommen? Ernsthaft? Das macht so gar keinen Sinn. Ich habe doch einen Rappen genommen und hier die graue und dann kommt ein Fuchs raus. Aber blaue Augen finde ich nice. Aber hä? Leute, macht das Sinn? Ich glaube irgendwie nicht. Keine Ahnung. Naja. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache mal ein Foto, das muss man beweisen, dass man hier so ein komisches Fohlen rausgekriegt hat. Okay. Crazy.
Die Werte sind jetzt nicht wirklich berauschend. Und brauche ich so eine Farbe? Ich meine, die blauen Augen sind halt nice, aber eigentlich brauche ich so einen Hengst nicht. Wobei es ist Stufe 4, ne? Aber die Werte. Ach nee. Ich glaube, ich überspringe zu Hengst. Maus Salmon. Okay, dann heißt du jetzt so. Ja, die blauen Augen sind schön, aber ich komme immer noch nicht klar, wie diese Farbe zustande kommen kann. Ganz ernsthaft. Oh, ich muss ja viele Pferde verkaufen. Richtig. Ich schaue mir das mal an. Mittelfest 1200. Ich muss jetzt mal gucken. Wo ist bitte diese Farbe her? Hier ist nirgendwo ein Rotfuchs. Hallo, das ist geil, ne? Also das hätte ich natürlich voll gerne. Aber das, wie habt ihr das hingekriegt? Hallo. Geht einfach so gar nicht. Nee, aber ich glaube, ich werde das Pferd verkaufen. Ich muss ja eh für meine Ziele auch Pferde verkaufen jetzt. Tja, und ich brauche jetzt sowieso eine leere Fullbox für das Pferd, was ich jetzt gerade noch gezüchtet habe. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich von meinen Pferden hier eigentlich so noch behalten will. War hier auch Level 2? Also, einen muss ich da auf jeden Fall dann nochmal loswerden, fürchte ich. Day Sunrise und Fairy Melody, die sind wirklich wahrscheinlich die nächsten, die gehen müssen. Weil ich jetzt mit Tragedy Money natürlich ja einen Rotfuchs hab, schön mit Flecken drin. Ja, ich bin mal gespannt, was mir hier die süße Fairy Melody vielleicht noch für ein Fohlen präsentiert. Lasst uns noch mal ein Rennen machen, denn ich würde gerne noch mal züchten mit diesem Rappen. Aber dafür muss ich noch wieder ein bisschen mehr Geld haben. Gucke ich noch mal. Ach ja, hier, das haben wir ja freigeschaltet. Richtig. Gucken wir doch gleich mal, ob wir hier punkten können. Zumindest bin ich oben gelistet von der Quote her. 2000 Meter Geläuf Mittel. Das sieht hier ziemlich gut aus. Dann kann ich doch auch mal auf mich wetten. Nehmen wir die volle Punktzahl mit. Ich brauche das Geld. Ich bin wie immer pleite. They're ready to go at Parsons Valley. Elbow Express is where all the money is in this race. Ja, wir sind wieder ganz vorne mit dabei, sagt er. Alles klar. Schauen wir mal, ob wir das auch so leisten können. Off and running. Das war schon Elbow mal Express gut. gets a confident start. Acid Battle is also in the run. Elbow Express So, wir leading. müssen in die Acid Battle Innenbahn. moving right on the outside. Sprint lädt, das ist in ganz third place. gut. Just has a margin over Shard Turbo. Blackbird Oh. Iceberg pressuring just behind. Toe to toe with Minute Balloon. Na, Elbow da von hinten Express kommen ein paar Pferde an. Wenigstens Customary kriege ich dann Laughter wieder ein bisschen progressing, Sprintenergie. followed by Triumphant Legend. Shard Turbo in fourth position. Acid Battle from the outside. Aber das ist ja ein längeres Rennen, da muss man ein bisschen Ausdauer haben. Still going, it's Elbow Express. Triumphant Legend in second, putting in a strong bid with Shard Turbo.
Oh, was macht der denn da hinten? Der ist total... Eieiei. Gegen die Bande geknallt. Das arme Pferd. So, ich habe ziemlich viel Sprintenergie, dann können wir ja mal ein bisschen nach vorne gehen. Ja, die lasse ich ja weit hinter mir, diese Pferde. Wahnsinn. So schnell, man hängt. Nice. On their back is Shard Turbo, pushing hard in front of Customary Laughter. A length away, it's Damson Donkey. Elbow Express is the front runner. Ja, ich bin der Frontrunner. On their back is Customary Laughter. One length away, it's Shard Turbo. Acid Battle in 8th position, putting in a strong bid with Noch 400 Meter. Pounding down the course, it's Elbow Express. Den Sieg habe ich ziemlich sicher, würde ich sagen. Da sollte keiner mehr an mir vorbeiziehen. Da hätten wir dann irgendwann die Zielgerade sein, genau. Gucken wir nochmal nach hinten. Gut aus. Perfekt. Juhu! Jesse! Richtig gut, Wette gewonnen und ordentlich Money gemacht. Wieso hat dieses Pferd eigentlich noch keine Fähigkeit? Das ist so gut. Das müssen wir jetzt nochmal ändern. Weil das kann ja nicht sein. Fähigkeit. So, wo ist denn mein Elbow Express? Da. Kann man sowas machen? Erfüllt die Anforderungen nicht. Das kann ich. Großverdiener ist immer gut. Das hätte ich schon längst mal machen sollen. Ich denke da mal nicht dran. Eieiei. Ziele. Story. Was sagt die Story? Hole. Wir ziehen im Parsons Rennen 2 den ersten Platz. Ah, haben wir das auch gemacht. Okay. Nehme ich doch gleich mal mit. Ich denke, die anderen Teams hatten nicht erwartet, dass wir so schnell besser werden. Das denke ich auch. Ich habe letztens mit deiner Mutter gesprochen. Sie ist riesig stolz darauf, wie weit du es gebracht hast. Thank you, very nice. Alles klar, das hätten wir. Und jetzt will ich doch mein neues Fohlen angucken. Ich bin echt gespannt, was diese Fairy Melody ja produziert hat. Ich erwarte ja nicht viel, aber es ist immer wieder aufregend. Ich weiß echt nicht. Hallo, ich glaube, die haben die Fohlen getauscht. Das muss doch ein Spielfehler sein. Das kann doch wohl nicht sein. Guck mal, blaue Augen und grau. Das ist nice. Aber es kann doch nicht sein, dass hier die Fuchsstute mit dem Rappen ein graues Pferd hat und dass die graue Stute mit dem Rappen ein Fuchsfohlen. Ich glaube, die haben die Fohlen vertauscht. Das kann doch nur ein Spielfehler sein. Das kann mir doch hier keiner erzählen, dass das funktioniert. Hier. Also wir haben, jetzt muss ich erstmal die Werte angucken, ein Stufe 3 Hengstfohlen. 44, 48, 45 Werte. Sprintenergie ist ganz gut. Der Rest jetzt irgendwie nicht so wirklich, aber ich will dieses Fohlen irgendwie behalten. Einfach vom Aussehen, die blauen Augen. Und das ist irgendwie so crazy, dass das... Keine Ahnung. Ich gehe mal... Warte, ich muss erst ein Foto machen. Ich muss einen Beweis. Das kann nicht sein. Die Fohlen müssen vertauscht worden sein. Die müssen bei der Geburt vertauscht worden sein. Wer hat denn hier aufgepasst im Stall? Das kann ja wohl nicht sein. Ja, ich werde mal meinen Fohlen versorgen und wir müssen aber nochmal einen anderen Namen. Disgust Deputy ist komisch. Mornings Music. Mornings Music? Die Morgenmusik? Warum nicht? Ich komme damit immer noch nicht klar. Das ist crazy, das kann doch gar nicht sein. Ich hatte auch Mendels Gelehre in Biologie, ja, also das kann gar nicht sein, das geht nicht.
Lustig. Sehr lustig. Aber ich werde trotzdem dieses Fohlen jetzt versorgen. Ich mag's irgendwie. Die Farbe ist toll und die blauen Augen. Es ist mir egal, ob die Werte jetzt passen oder nicht passen. Ich mag's, aber ich spiele dieses Spiel auch, weil ich die Fohlen alle so süß finde. Und ich finde das einfach vom Aussehen mega niedlich, dieses Pferd. Also, können wir nochmal füttern? Ach, erst später, alles klar. Ja, witzig. Sehr witzig. Ich brauche nochmal ein Foto von euch. Oh, ja, hier. Das, ne? Das kann doch nicht sein. Hallo? Wie sollen bitte der Vater und die Mutter diese Fohlen gekriegt haben? Raff ich nicht. Ehrlich gesagt. Das ist ein süßes Bild. Was gibt's sonst noch? Das ist auch ganz niedlich. Familie. Unfug. Aristokratisch. Sieht auch ganz gut aus. Aber ich glaube, dass eine. Oder das hier? Ich glaube, so ein Foto hatte ich noch gar nicht. Ich glaube, das verspielt finde ich auch ganz cool. Setzen wir euch mal auf die Wiese. Alles klar. Dann mache ich hier mal ein Beweisfoto. Also, das kann mir keiner erzählen, dass das funktioniert. Na, ob meine Fairy Melody da vielleicht irgendwie fremd gegangen ist und sich doch einen anderen Papa gesucht hat. Ich weiß ja nicht. Oh je, was sind das für Zustände in meinem Stall? Ei, unglaublich. Unglaublich. Ach, ich kann immer noch nicht füttern. 4, 3, 2, 1. Los geht's. Nochmal gefüttert. Crazy. Ganz komische Züchtung hier. Witzig. Richtig witzig. Ich glaube, ich muss hier nochmal mein Biologiebuch wälzen, ob man sowas hinkriegt durch Züchtung. Ich weiß ja nicht. Aber spannend. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, damit hat wirklich meine Fairy Melody nochmal ein richtig schönes Fohlen gezüchtet. Das heißt, sie werde ich als nächstes, wenn das Fohlen dann ausgewachsen ist, glaube ich, auch verkaufen müssen. Und Day Sunrise, ja, mit dir habe ich eigentlich auch jetzt keine großen Zuchterfolge vorweisen können, fürchte ich. Ja, ich glaube, ich verkaufe dich jetzt schon mal, um auch ein bisschen Platz zu haben im Stall. Und schieß, mein Kleiner. Viel Spaß in deinem neuen Zuhause. So, dann habe ich nämlich nochmal leere Boxen über. Was sagen denn meine Ziele? Ich habe irgendwas schon wieder geschafft. Ach hier, ich habe zwei Pferde gezüchtet und verkauft. Und bekomme ein paar Eisenwaren dafür sehr gut. Wenn ich die Kutsche sehe, freue ich mich schon noch mehr auf meine eigene Hochzeit. Aha, du bist nicht verheiratet und hast ein Kind. Eieieiei. Hoffentlich kommen Paul und ich irgendwann dazu, sie zu planen. Tja, dann mal los. Sehr schön. Also, spannende Zuchtergebnisse habe ich hier. Also, lustig, lustig. Ich habe ja nochmal wieder mal einen Stall frei. Sollen wir da nochmal irgendwas Lustiges probieren? Ich bin ja, hoffe ja immer noch auf dem Rappen irgendwie. So, was kann ich denn hier hinbekommen? Ich könnte die zwei natürlich nochmal probieren. Was habe ich denn jetzt schon? Die zwei habe ich probiert, da kam was crazy raus. Da kam die Fuchsstute raus.
Fairy Melody, da kam die Graue raus, das Graue Fohlen. Dann haben wir Serpents Boutique, aber auch Level 2. Ich glaube, die muss ich auch dann. Huch! Ich wollte dich nicht anklicken. Nee. Ich glaube, ich probiere das tatsächlich. Also, ich kriege zwar zu 100% einen Vierer. Oder haben wir. Können wir unsere Fuhrbox eigentlich schon verbessern? Nee, ne? Nee. Dazu muss ich wieder eine Stufe aufsteigen. Dann probieren wir das doch einfach mal aus. Und. Na, wo ist die leere Box? Da. Okay, jetzt ist mein Hengst weg. Wo bist du? So, bevor. Ich habe nämlich noch nie hier so einen Rappen gehabt. Und der ist nur noch 15 Minuten da. Und deswegen muss ich nochmal gucken, dass ich noch ein paar Gene in meinen Pool kriege. Ich mache jetzt einfach die beiden, dann kriege ich zu 100% ein Stufe 4 Pferd, was ja nicht schlecht ist. Ich bin ja noch relativ am Anfang mit geringen Stufen. Und ja, wir züchten mal. Und das Fohlen werden wir uns dann im nächsten Video angucken, was da rauskommt. Ich bin mega gespannt. Und ja, das wird mega crazy sein. Ja, wer weiß, was da dann für eine Farbe kommt. Anscheinend ist da ziemlich viel Genpool in diesem Rappen drin. Ziemlich viele Farben, wer weiß. Lustig. Alles klar, ihr Lieben. Dann haben wir heute wieder mal ziemlich wild und ziemlich verrückt gezichtet. Und dieses Fohlen hier von Tragedy Money und dem Rappen, ja, schauen wir uns dann im nächsten Video an. Bis dann, eure Leia.